Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländler TV. Mein Name ist Bianca Oberscheider und es freut mich, dass ich Sie zu einer weiteren Ausgabe von Ländler TV begrüßen darf. Die 65. Bregenzer Festspiele wurden am 21. Juli offiziell eröffnet. Das Team von Ländler TV war vor Ort. Freuen Sie sich mit mir auf die Bilder und Eindrücke eines unvergesslichen Tages. Am 21. Juli war es soweit. Die Bregenzer Festspiele wurden bereits zum 65. Mal feierlich eröffnet. Viel Politprominenz aus Österreich versammelte sich aus diesem Grunde im und rund um das Festspielhaus. Bei schönstem Wetter wurde gesmalltalkt, musiziert und gefeiert. Und die zahlreich erschienenen Besucher nützten die Gelegenheit, um die Seebühne mal von der etwas anderen Perspektive zu betrachten. Der diesjährige Festspielsommer steht unter dem Motto »In der Fremde«. Die Wichtigkeit und Aussagekräftigkeit dieses Mottos ist unter anderem auch Christoph Hinteregger bekannt. Exzellent. Einmal wegen des Querschnittes über das Programm, das jetzt uns erwarten wird die nächsten Tage. Und zweitens ein ganz wichtiges Thema, das die heurigen Festspiele hat, nämlich die Fremde. Wir haben eine Gesellschaft hier in Europa, wo wir umgehen müssen, mit Fremden zu lernen. Wir selber haben weniger Kinder, wir entscheiden uns für den Komfort, aber wir müssen lernen, dass wir Zuzug haben, dass wir unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Religionen und unterschiedliche Hautfarben haben werden. Insofern ein sehr aktuelles Thema, das sich die Bregenzer Festspiele gesetzt hat. Auch Werner Huber, Bürgermeister von Götzis, ist sich sicher, dass durch diesen Aufhänger viele Vorurteile der Vergangenheit angehören. Sehr gut hat es mir gefallen. Vor allem natürlich habe ich es in den Themas. Das Thema die Fremde, das ist natürlich ein heikles politisches Thema. Das wurde hier professionell angegangen und damit wurden auch viele Türen, denke ich, geöffnet und vielleicht auch manches Vorurteil abgebaut. Was können wir daraus nehmen oder lernen, wenn gerade die Festspiele schon so ein Thema anschneidet? Ja, ich denke, dieses Thema berührt uns alle und betrifft uns auch alle. Wir können ständig an diesem Thema lernen und feilen. So gesehen ist es ein neues Thema und natürlich ein Thema, das man immer weiter natürlich betreiben kann. Und Sie werden aber natürlich die Festspiele auf der Seebühne auch genießen, nehme ich an. Selbstverständlich, ich werde im Haus und auf dem See sein. Der Vorarlberger Militärkommandant Brigadier Ernst Konzett ist sichtlich stolz, an diesem Tage unter anderem den österreichischen Bundespräsidenten begrüßen zu dürfen. Ja, ich bin als Vorarlberger ganz stolz drauf, als Militärkommandant natürlich unseren höchsten Staatsrepräsentant begrüßen zu dürfen und bin stolz auf das Programm, das eben Moderne und Klassik verbindet und immer wieder aktuelle Themen bewältigt. Ich bin als Vorarlberger einfach stolz. Das aktuelle Thema der Festspiele dieses Jahr, die Fremde. Was nehmen Sie aus diesem Thema im militärischen Hintergedanken mit? Na, ich glaube, gerade das Bundesheer vereint und integriert alle, die zu uns kommen. Und wir sind sehr oft auch in der Fremde, um dort eben den Menschen wieder das Leben zu erleichtern. Die Bregenzer Festspiele haben längst einen hervorragenden internationalen Ruf erlangt und haben auch für Österreich einen großen Stellenwert eingenommen, weiß Bundespräsident Dr. Heinz Fischer. Ja, es müssen andere beurteilen. Ich habe eine Rede gehalten, ich habe mich bemüht, ich habe mich sorgfältig vorbereitet. Es ist mir kein schlimmer Versprecher passiert und das künstlerische Programm war sehr kompakt und attraktiv. Also ich glaube, es war eine schöne Eröffnung. Das ist meine Meinung. Was bedeuten denn die Bregenzer Festspiele für Österreich im Gesamthaften, wenn man gerade das Motto die Fremde auch mit einberuft in die Meinung? Gut, der Stellenwert der Bregenzer Festspiele ist ein unbestrittener. Die begleiten schon die ganze Zweite Republik. Die jetzige Führung ist unabhängig, hat wirklich große kulturelle und künstlerische Freiheiten. Dass das heute eine Welturaufführung ist, ist ja bemerkenswert. Und die Eröffnung eines Festivals
lenkt natürlich den Blick ganz Österreichs und über die Grenzen Österreichs hinaus auf Bregenz, auf Österreich, auf dieses Festspiel. Und der Besuch ist ja eindrucksvoll. Für die musikalische Umrahmung der Eröffnung zeichneten sich die Jugendkapelle Hardis und die Jungmusik Altenstadt verantwortlich. Diesen nahm Landeshauptmann Herbert Sausgruber zum Anlass, zusammen mit Bundespräsident Heinz Fischer und Vizekanzler Josef Bröll den Jugend-Bravo Award zu überreichen. Ihre musikalischen Talente unter Beweis. Vielen Dank dafür und herzliche Gratulation zum Jugend-Bravo. Sie gibt es schon seit mehr als 18 Jahren. Das Orchester besteht aus rund 40 Mitgliedern zwischen 9 und 20 Jahren. Kapellmeister Reinhard Schäfer ist bereits Referentin Simone Fitz schon mehrmals. Wir trafen auch Arbeiterkammerpräsident Hubert Hämmerle, welcher sich die Eröffnung der Bregenzer Festspiele ebenfalls nicht entgehen ließ. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war tiefsinnig zum einen, was es auch bei diesem Thema sein soll, aber es war auch unterhaltsam. Und ich glaube, es war eine gute Mischung von beidem. Dieses Jahr ja das große Motto, die Fremde. Was halten Sie davon? Ich glaube, ein sehr wichtiges Thema. Wir als Arbeiterkammer beschäftigen uns ja schon über 40 Jahre damit, mit dem Gastarbeiterreferat, jetzt Referat für interkulturelle Angelegenheiten. Wir haben es immer mit Menschen aus der Fremde zu tun gehabt, die Arbeit bei uns gefunden haben. Und ich denke, es ist ein wichtiges Thema, auch in der heutigen Zeit. In diesem Sinne wünschen wir einen erfolgreichen Festspielsommer und natürlich auch viele, viele Sonnentage. Nun gibt es wieder den Gebrauchtwagen der Woche vom italienischen Autohaus Rohrer in Rankweil. Die erste Adresse für italienische Autofreunde im Ländle ist das Autohaus Rohrer in Rankweil. Dort finden Sie nicht nur rassige Italiener, sondern auch Top-Gebrauchtwagen aller Marken mit 12 Monaten Garantie. Ein engagiertes Team bietet Ihnen fachkundige Beratung und persönliche Betreuung. Hier finden Sie sicher die passende Finanzierung. Zum Beispiel 50-50 Finanzierung, bezahlen Sie 50% jetzt und 50% nach 12 Monaten. Kredit 1% vom Kaufpreis, die monatliche Rate beträgt 1% des Kaufpreises und viele mehr. Autohaus Rora, das italienische Autohaus, präsentiert den Gebrauchtwagen der Woche. Fiat Panda 1,2 Lifestyle, statt 7.990, jetzt 7.490. Einkauf hochwertiger Produkte ohne Einkaufswege durch Bestellung bei Ihrem Direktberater. Direktberater, die Einkommensmöglichkeit für Menschen, die etwas verändern wollen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, eine neue Berufserfahrung zu integrieren und damit erfolgreich zu werden. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at Abartig gut. Die Scheibenfolien bei Joe Kleber Dornbirn. Tausch, Tönung, Reparatur. Nichts mehr verpassen. Eraffe.at. Der aufregendste und vielseitigste Treffpunkt im Internet. Eraffe.at. Klickt euch rein auf www.eraffe.at. Trefft eure Freunde und lernt schnell und einfach neue Leute kennen. Eraffe.at. Für Vorarlberg und für ganz Österreich. Alle Party-People treffen sich jetzt bei Eraffe.at. 50 Jahre Expert Janitz. Der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz.
Viralsportwetten, spannende Live-Übertragungen, Top-Quoten, Live-Wetten, modernste Ausstattung der Filialen. Admiralsportwetten, dreimal in Vorarlberg. Wetten, Sie gewinnen. Bei uns geht es nun weiter mit dem Ländle-Talk aus dem Festspielhaus in Bregenz. Wie bereits angekündigt, darf ich Ihnen heute den zweiten Teil des Ländle-Talks mit Bischof Erwin Kreutler ankündigen. Im Anschluss daran sehen Sie Ländle-Sport. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten. Haben Sie eigentlich Angst, wenn Sie in Vorarlberg sind? Nein. Überhaupt nicht. Nein, sicher nicht. Es ist natürlich nicht einfach für mich, 24 Stunden pro Tag unter Polizeischutz zu stehen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass nur ein ganz verschwindend kleines Konsortium, wie wir drüber nennen, da mich aus der Welt schaffen will, während das Volk ist ganz auf meiner Seite. Ich muss sogar so sagen, dass ich nie in meinem Leben so viele Liebeserklärungen erhalten habe, wie nachdem das ruchbar geworden ist, dass ich unter Todesbedrohung stehe. Die Leute sind dann so selber so freundlich und wollen mir das einfach beweisen, dass sie auf meiner Seite stehen, dass ich in eine Kirche komme und während dem Gottesdienst dann an der Rückwand der Kirche ein Transparent entdecke, wo drauf steht: Dom Erwin, mach dir keine Sorgen, wir lieben dich. Oder dass am Schluss von einem Gottesdienst eine Frau aus dem Volk herauskommt und dass mir das Mikrofon aus der Hand nimmt und sagt: Dom Erwin, deine Sorgen sind auch unsere Sorgen. Wir sind dir dankbar, dass du uns für uns einsetzt. Du kannst mit uns rechnen, wir lieben dich. Und die fällt mir nachher um den Hals und die Leute klatschen, applaudieren. Kann man sich vorstellen, wie das in Brasilien zugeht. Zum Teil weinen sie sogar. Oder? Und da weiß ich eben, dass ich nie in meinem Leben diesen Leuten den Rücken kehren dürfte. Genau, nur wegen einer verschwindend kleinen Gruppe, die nicht einverstanden ist mit dem, was ich tue. Ich habe nie im Leben jemanden provoziert. Aber in dem Augenblick, wo ich mich auf die Seite dieser Menschen stelle, auf die Seite der Indios, der ausgebeuteten Frau, der Kinder, oder auch der landlosen Bauern, die vom Land Grund und Boden vertrieben worden sind, in dem Augenblick bin ich gegen die Interessen, gegen die Ambitionen dieser Großgrundbesitzer, dieser selbsternannten Großgrundbesitzer. Die haben nämlich dieses Gebiet ja praktisch vom Staat gestohlen. Und da sind natürlich Sachen, gibt es da, die man sich hier kaum vorstellen kann. Jetzt können Sie in Ihrem Domizil sich eigentlich kaum frei bewegen. Es ist die Gefahr immer vorhanden. Fühlt man sich da nicht oft so, dass das Opfer eingesperrt ist und nicht der Täter? Das habe ich manchmal auch so gedacht. Die Verbrecher, die laufen frei und ich bin gefangen. Das ist eine Tatsache. Und das natürlich nagt, zehrt an einer Person. Ich möchte mich absolut nicht als Held hinstellen, weil ich habe da auch Schwierigkeiten. Weil ich bin andere Dinge gewohnt gewesen. Ich bin auch raus aus dem Haus und habe Familien besucht und bin eingeladen gewesen. Ich kann das heute alles nicht mehr machen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, nach einer Taufe eingeladen zu sein und nach einer Hochzeit, wenn ich mit zwei Polizisten jetzt mal ankomme. Manchmal machen sie das sogar. Aber es ist, für mich ist es immer schwer. Oder dass irgendwo eingeladen oder irgendwo, ich mache einen Krankenbesuch. Da gehen zwei Polizisten mit. Die stehen dann natürlich an der Haustür, aber immerhin. Ich sitze in mein Auto hinein oder da sitzt einer hinter mir und die haben jetzt vom Staat sogar ein eigenes Vehikel, ein eigenes Auto, Polizeiauto erhalten, wo sie mir immer nachfahren. Einer sitzt im selben Auto, in dem ich fahre, und hinten fährt ein Polizeiauto. Wo immer ich 200 Kilometer, 300 Kilometer weit in den Busch rein, sind wir da. Immer. Herr Bischof, ich weiß, jetzt kommt ein Thema, das Sie sehr berührt. Und aus diesem Grund nehme ich auch diese Schlagzeile aus einem Vorarlberger Medium her. Staut es heute bei Ihnen, wenn Sie diese Schlagzeile hören? Brasilien staut Amazonas auf? Das ist ein Wahnsinn.
Und wir kämpfen seit 30 Jahren dagegen. Also dieser Kampf ist nicht seit vorgestern, sondern schon vor 30 Jahren, zur Zeit der Militärregierung, hatte man diese Idee, den Xingu eigentlich zunichte zu machen. Der Xingu ist ein unheimlich großer Fluss, Nebenfluss sogar vom Amazonas. Aber er hat an bestimmten, in bestimmten Gebieten ist er so breit wie der Bodensee. Also man braucht eine Stunde, um ihn zu überqueren. Und dieser Fluss soll nun gestaut werden. Und das wäre an und für sich noch keine Affäre. Aber was kommt da auf uns zu? Zunächst einmal werden die Indianergebiete, die entlang dieses Flusses sind, die sind in Mitleidenschaft gezogen. Man sagt zwar, die werden nicht überflutet, aber man schneidet ihnen das Wasser ab. Das sind Flussbewohner in Indianergebiete und denen schneidet man buchstäblich das Wasser ab. Wovon sollen die leben? Die haben bisher vom Fischfang gelebt. Das Wasser, das wird über zwei große Kanäle, wird es dann zu den Turbinen befördert, aber diese Schleife, die der Fluss macht, die ist kaputt, die ist nicht mehr da. Und da gibt es Erdverschiebungen in der Größenordnung vom Panama-Kanal. Also es ist ein Wahnsinnsprojekt. Das Zweite, das damit verbunden ist, ist die Stadt Altamira. Das ist der Sitz unseres Bistums. Also wie Velke für Vorarlberg ist Altamira für das Bistum Xingu der Sitz. Wir haben 100.000 Einwohner. Das ist eine große Stadt. 30.000 Menschen verlieren Haus und Hof. Also ein Drittel der Stadt wird überflutet. Altamira wird zu einer Halbinsel. Und das ist ein toter See. Und wir sind in einem tropischen Gebiet. Und da, das ist die Brutstätte für alle möglichen Moskitos. Das wissen wir von anderen solchen Unternehmen, wie das Tucurui beispielsweise ist oder Balbina. Da kann man da nicht mehr leben. Also wird eine Stadt praktisch, die wird ausradiert. Und die Leute wissen nicht, wohin. Man hat immer zu mir gesagt, ja, was mischen Sie sich da ein? Aber es geht um die Leute, die am Sonntag in der Kirche sind, sind genau diese Leute, die von Montag bis Samstag draußen diesen Problemen gegenüberstehen. Ich kann als Bischof nicht sagen, geht mir nichts an, das wäre ein Wahnsinn. Und darum setze ich mich dafür ein, weil ich weiß, da, für diese Leute in Brasilien, der Bundeshauptstadt, ist das eine statistische Größe. So viele und so viele Menschen. Aber ich kenne diese Menschen. Ich weiß, ich kenne die Kinder, kenne die Frauen, kenne die Männer, ich kenne die alten Menschen. Also es geht hier um Menschen, die mir persönlich nahestehen. Und da kann ich einfach nicht einfach sagen, das interessiert mich nicht. Und da bin ich natürlich zur Regierung gegangen. Ich war zweimal beim Bundespräsidenten, der kennt mich übrigens. Und der hat mir damals versprochen, dass es nicht auf Biegen und Brechen, dass das durchgeführt wird. Aber leider Gottes, wie es im Moment ausschaut, war das eine glatte Lüge. Und die gehen über uns weg wie eine Straßenwalze. Er hat mir gesagt, man wird dieses Projekt nicht auf Biegen und Brechen durchführen. Oder nur, wenn es allem zum Vorteil wird. Und das sehe ich eben nicht so. Immerhin, ich bin noch nicht, sagen wir mal, an der Stelle, wo ich die Hoffnung aufgebe. In Brasilien sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, weil mir ein Richter gesagt hat, der Prozess ist erst am Anfang. Weil diese Entscheidung, dieses Stauwerk oder E-Werk zu schaffen, diese Entscheidung ist widerrechtlich, das heißt, ist gegen die Verfassung. Und der Bundespräsident kann nie über der brasilianischen Verfassung stehen, auch kein Richter. Wir haben ein Grundgesetz, Brasilien ist ein Rechtsstaat. Und da kann er einfach nicht einfach sagen, das wird gemacht. Er muss ja die gesetzlichen Vorschriften, und die sind eben nicht berücksichtigt worden. In drei Fällen oder drei Richtungen hin ist die brasilianische Verfassung verletzt worden. Und das kann nicht so einfach hingenommen werden. Und da gehe ich mit meinem Finger auf die Wunde. Und da meine ich eben auch, ich bin nicht allein. Es gibt so viele und so viele Organisationen, die genau in dieselbe Kerbe schlagen wie ich. Natürlich als Bischof bin ich bekannt drüben und man spricht immer, der Bischof ist dagegen, aber es gibt so viele und so viele Leute auch in Altamira selber. Und dann, ich habe auch die Regierung gefragt, wo kommen diese Leute hin? Keine Antwort, bis heute nicht. Grundbürgerliche Eintragungen, wie wir das hier in Vorarlberg gewohnt sind, das ist alles drüben nicht so. Die Leute bauen ein Haus, und dann haben sie nicht das nötige Geld, um dieses Haus grundbürgerlich eintragen zu lassen. Natürlich, wenn da jetzt jemand herkommt und sagt, dieses Gebiet wird überflutet, was bekommen die dann für eine Abfertigung? Die können ja nicht einmal beweisen, dass es
dass sie da auf Grund und Boden ihnen gehört. Das wird ein Rattenschwanz von Problemen wird auf uns zukommen, wo ich einfach, da habe ich richtig Angst. Es wird chaotisch. Und natürlich in dem Augenblick, wo die Regierung sagt, das wird durchgeführt, haben wir in wenigen Wochen 10, 20, 50, 100.000 Leute mehr am Xingu. Und die Infrastruktur, Frau Altamira, hält das nicht aus. Da sehe ich wirklich apokalyptische Unendlich. Im Gesundheitswesen, im Erziehungswesen, auch in der Sicherheit. Ich weiß nicht, wie das funktionieren wird. Jetzt sehen uns hoffentlich viele, viele tausend Zuseher zu. Was kann ein Vorarlberger, was kann ein Österreicher machen, um sie zu unterstützen? Klar, Informationen sollen weitergegeben werden. Ich bin immer dafür, dass die Leute wissen, was in anderen Gebieten passiert. Und Leute, die mich kennen, dass sie auch wissen, was ich tue. Und dass ich mir auch irgendwie vielleicht sogar rechtfertigen kann in dem Sinn, dass es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, warum mischt sich da ein Bischof ein? Aber ich sage das noch einmal, ich tue das eben aufgrund meiner Sendung, aufgrund des Evangeliums, weil ich möchte das in meinem Leben durchführen, was auch im Johannesbrief steht. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind es schuldig, für die Schwestern und Brüder das Leben einzusetzen. Das ist der Einsatz meines Lebens, wie ich das sehe. Und mit Gottes Gnade werde ich das weiterführen. Die Leute können mit Sympathie mithelfen, können natürlich auch spenden. Wir haben so viele soziale Projekte und Initiativen, die wir ohne die Hilfe unserer Heimat oder guter Menschen, die quer durch Europa leben, die wir absolut nicht durchführen könnten. Und da sind wir irgendwie angewiesen darauf. Und da sage ich natürlich jeder Person, die irgendwie mithilft, sage ich herzlich Dank. Und damit ist das nicht nur eine Unterstützung, eine anonyme Unterstützung. Ich sehe darin immer die persönliche Mithilfe für ein Projekt, für eine soziale Institution, Haus für Mutter und Kind oder was immer wir haben. Auch im Erziehungswesen sind wir sehr stark vertreten. Und auch punktuelle Hilfe für Leute, denen es schlecht geht. Wir sprechen von einem Samariter-Team, also Familien, die wirklich im Argen sind, denen helfen wir. Und da haben wir natürlich alles schön aufgebaut. Aber da brauchen wir natürlich die Mithilfe. Wir werden auf jeden Fall ein Spendenkonto hier mit einblenden, weil es uns ein ehrliches Bedürfnis ist, Sie zu unterstützen, Ihre Initiative zu unterstützen. Ich will zum Ende von unserem Gespräch noch etwas auf... Schade. Unvorstellbar schade. Es ist für mich etwas ganz Besonderes, dass ich dieses Interview mit Ihnen führen darf. Aber wenn wir schön langsam zum Ende von unserem Gespräch kommen, was hat Bischof Erwin Kreutler in der Zukunft vor? Wie geht die Zukunft weiter? Was sind die Pläne? Gute Frage, aber nicht leicht zu beantworten. Also ich bin jetzt, sage und schreibe, 70. Ich bin im 71. Lebensjahr, bin seit 45 Jahren in Brasilien. Und mit 75 an und für sich steht der Bischof beauftragt, das Amt zur Verfügung zu stellen. Mit 75. Dann heißt es eigentlich so, dass bis der Neue kommt, bleibt er im Amt, wird Administrator von diesem Bistum, aber das kann ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre dauern. Also weiß ich im Moment noch nicht, wie lange ich da noch im Amt sein werde. Es wird sich kaum jemand um dieses Gebiet reißen, das ja ziemlich konfliktgeladen ist und so, denke ich mir, immerhin. Aber und dann weiß ich nicht. Also wenn ein neuer Bischof kommt, werde ich den ich beschatten. Ganz eindeutig. Ich kann irgendeiner Gemeinde bleiben in Brasilien, aber ich kann auch zurückkommen nach Vorarlberg. Oder ich kann ein Teil des Jahres in Brasilien sein und ein anderer bin ich ein freischaffender Künstler, sagen wir mal so. Da bin ich frei, also habe ich nicht mehr diesen strikten Auftrag, da zu sein. Kann es sein, könnte es sein, dass wir Sie in der Zukunft, dass wir uns in Koblach öfters treffen? Das kann schon sein. Ich bin ja jedes Jahr eigentlich in Koblach, eine Zeit lang. Das ist für mich auch jetzt sehr wichtig, gerade wegen diesem Polizeischutz. Ich brauche einfach wenigstens ein paar Wochen, wo ich wirklich wieder aufatmen kann. Und das geht nur hier, muss ich ehrlich sagen. Jedenfalls in diesem Raum, wo ich nicht immer in Sorge sein muss, ja, wie geht es weiter? Aber ich habe das eigentlich noch nicht beschlossen oder habe ich das natürlich auch nicht ausgeschlossen. Aber ich denke mir, dass ich mit Vorarlberg nach wie vor den besten Kontakt habe. Ich habe nie meine Wurzeln verleugnet. Ich spreche auch meinen Koblacher Dialekt heute noch und bin stolz darauf. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt noch nicht im Kleinsten und im Detail sagen, wie das aussehen wird ab dem Jahre 2014. Am 12. Juli 2014 geht eigentlich meine Aufgabe
zu Ende. Da muss ich dann das Amt zur Verfügung stellen. Herr Bischof, Sie strahlen so eine positive Energie aus. Dieses Gespräch ist so fesselnd. Ich glaube auch für unsere Zuseher, hoffe ich zumindest. Für mich ist es sehr fesselnd. Können Sie unseren Zusehern noch irgendeine Lebensweisheit, irgendein Lebensmotto mitgeben? Wir Vorarlberger, vielleicht auch wir Österreicher, ja, neigen ja dazu, zu jammern, oft im höchsten Niveau. Können Sie uns etwas mitgeben für unseren Lebensweg? Ich denke, das Glück, das jeden Menschen Glück besteht nicht darin, dass er immer mehr hat und mehr bekommt, sondern dass er sich für die anderen einsetzt. Es hat jemand einmal gesagt, ich bin glücklich, wenn ich dich glücklich mache. Das hat ein Ehepaar gesagt, kann deine Frau zu dir sagen, oder? Ich bin glücklich, weil ich dich glücklich mache. Es ist eine besondere Sendung, darin sehe ich, dass man anderen Menschen hilft, dass Leben lebbar ist, dass ein Leben gelingt. Und da meine ich, da besteht auch irgendwie das Glück. Und das ist auch das, was wir Liebe nennen. Dass ich mich für jemanden einsetze, damit sein Leben gelingt. Dass ich ihm helfe, mit tun kann und mich darüber freue, dass es anderen Leuten gut geht. Ich glaube, wenn wir das uns so vorstellen, was wir da alles tun könnten, dann würden viele Dinge auch in unserer Sinnfrage, würden viele Dinge neu geordnet werden. Die Sinnfrage, jeder Mensch stellt sich die Sinnfrage, warum mache ich das, warum bin ich da? Und wenn man wirklich diese Sendung spürt, ich kann das tun, ich kann jemandem helfen, das ist eigentlich das größte Glück auf Erden. Auf jeden Fall haben Sie uns glücklich gemacht, unser Team von Ländle TV und ich nehme an, sehr viele Zuseher an den Bildschirmen. Herzlichen Dank, Bischof Erwin Kreutler. Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Zuseher, Sie haben es noch gehört bis zum letzten Mal. Vielleicht haben wir wieder das Glück, eines Tages Bischof Erwin Kreutler bei uns im Talk zu begrüßen. Ganz bestimmt sehen Sie nächste Woche wiederum einen interessanten Gast. Ich bedanke mich, dass Sie mit dabei waren, hier beim Ländle Talk aus dem Festspielhaus Bregenz. Am 14. und 15. August ist es wieder soweit. Das legendärste aller Motocross-Rennen öffnet für Tausende von Besuchern seine Pforten. Da dieses Jahr die ADAC MX Masters ausgetragen werden, dürfen sich Motorsportbegeisterte auf die europäische Elite freuen. Bekannte Namen und Gesichter wie Max Nagel, Steve Ramon und Ken Roxin werden über die bereits bis zu 45 Meter langen Jumps in Möckers fliegen. Nützen Sie diese Chance und präsentieren Sie Ihr Unternehmen beim Sportevent des Jahres. Auskünfte und Informationen erhalten Sie unter der unten eingeblendeten Telefonnummer und E-Mail-Adresse. M3 Montafon Mountainbike Marathon, Samstag, 31. Juli 2010. Vorarlbergs größtes Mountainbike-Rennen. Viele Lokalmatadoren, nationale und internationale Spitzenfahrer sind mit dabei am Samstag, den 31. Juli. M3 Montafon Mountainbike Marathon. Alle Informationen unter www.montafon-m3.at. Das zweite Vorarlberger Nudelfest am Sennhof. Am Samstag, den 31. Juli ab 11 Uhr beim Sennhof in Rankweil. Es gibt viele köstliche Nudelgerichte mit 7 Eier-Sennhof-Nudeln, frisch zubereitet von Spitzenküchen aus der Region. Dazu ein großes Nudelgewinnspiel mit tollen Preisen, köstliches Bauernhof-Eis mit verschiedenen Sorten, Live-Musik mit dem Trio Zappalot und ein pfiffiges Kinderprogramm mit den Rankweiler Pfadfindern. Außerdem befindet sich direkt im Sennhof ein großer Nudelverkauf, neu auch mit Sennhof-Dinkelnudeln mit Rohstoffen aus Bredris. Das zweite Vorarlberger Nudelfest am Sennhof am 31. Juli ab 11 Uhr.
2. bis 5. September 2010 findet die Berufskraftfahrer-Weltmeisterschaft in Rankweil auf dem Walser Areal statt. Dutzende Nationen aus der ganzen Welt werden daran teilnehmen und ihr fahrerisches Können vor Tausenden von Besuchern unter Beweis stellen. Wollen auch Sie diese einmalige Gelegenheit nutzen und Ihr Unternehmen auf innovative und einzigartige Weise präsentieren? Dann melden Sie sich via E-Mail unter lg@ländletv.com oder telefonisch unter der eingeblendeten Telefonnummer. Die Nacht bei Wiedisjausen Station zur Haltestelle beim Bahnhöfli Sulz-Rötis am 31. Juli ab 19.30 Uhr. Live auf der Bühne The Oldies but Goldies Bands mit Oldies, Evergreens und Classic Rock. Auf ihren Besuch freut sich Widi und sein Team. Hallo und recht herzlich willkommen hier zur Ländle TV Sports. In dieser Woche mit dabei Fußball und Motorsport. Den Start machen wir in der heute für morgen erste Liga. Im Ländle Derby traf dabei Altach in der Cashpoint Arena auf Austria Lustenau. Es war also angerichtet, erstes Ländederby in der neuen Saison der heute für morgen erste Liga. Die Vorzeichen waren klar, die Hausherren aus Altach gingen gegen Austria Lustenau als klarer Favorit ins Spiel. Zwei Siege aus den bisherigen zwei Partien standen deren zwei Niederlagen auf Seiten der Gäste gegenüber. Nichtsdestotrotz setzten die ganz in Grün spielenden Lustenauer das erste Ausrufezeichen. Gerald Krajic spielte einen Stangelpass, Sascha Boller verfehlte den Ball aber deutlich. Auf der anderen Seite Altach. Tomi und Matthias Koch im Zusammenspiel. Der Youngster bekam schlussendlich die Kugel, scheiterte mit seinem Schuss aber an Christian Mendes. Koch stand auch bei der nächsten Aktion wieder im Mittelpunkt. Dieses Mal zog der Mittelfeldspieler aus rund 20 Metern ab und verfehlte das Kreuzig nur um Zentimeter. Die Fans waren gut gelaunt und die Stimmung sollte bald noch besser werden. Alexander Guem ging bei diesem Angriff mit und wurde von Peter Pöllhuber gefault. Der Altach-Kapitän fackelte nicht lange, spielte schnell ab. Daniel Schütz stand alleine vor Mendes, umkurfte den Austria-Keeper und stellte in der 43. Minute auf 1:0. Der Treffer hätte aber nicht zählen dürfen, warum sehen wir hier. Der Ball war noch in Bewegung, als Guem den Pass zu Schütz gab. Die Austria war nun geschockt und die ganzen wahlspielten Altacher hätten dies vor der Pause fast noch ausgenutzt. Patrick Scherer mit einem Stangelpass, aber weder Tomi noch Torschütze Daniel Schütz konnten das Leder in die Maschen drücken. Altach ging dennoch mit einer 1:0-Führung in die Kabinen und auch im Business Club war die Stimmung wieder bestens. Ich würde mich natürlich über einen Sieg von Altach freuen bei diesem Derby und ich traue den Altach auf alle Fälle so, dass sie einen Sieg ausspielen in diesem ersten Derby hier in Altach. Mit dabei auf dem Platz auch viele junge Talente. Der Julian Erhardt fällt mir gerade ein. Ist es auch für dich als Sportdirektor immer wieder positiv, so junge Spieler zu sehen? Absolut. Es ist die schönste Belohnung für uns, wenn Spieler es, die in der Akademie waren, in den Profifußball schaffen, auflaufen können. Man sieht am Patrick Scherrer und Philipp Netzer, was sich da in ein paar Jahren entwickeln kann. Also die sind wirklich top gereift. Ich hoffe, dass Julian eine ähnliche Entwicklung machen kann. Also ich traue es ihm zu, er hat spielerische, technische Fähigkeiten, die für dieses Niveau notwendig sind, die hat er und alles andere liegt an ihm. Der zweite Abschnitt begann im strömenden Regen und mit der Austria im Angriff. Sascha Boller mit einem Traumpass auf Gerald Krajic, der traf auch ins Tor. Schiedsrichter Gangl gab den Treffer aber aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Der Unparteiische lag aber falsch, denn Krajic stand zum Zeitpunkt der Ballabgabe nicht im Abseits. Die Austria nun mit ihrer besten Phase. Wieder war es Sascha Boller, der auf den Ausgleich drückte. Der Deutsche zog ab, Martin Kobras fischte den Ball aber aus dem Kreuz. Es blieb beim 1:0 für Altach.
Der folgende Eckball. Die Kugel wurde nur kurz abgewehrt. Manuel Honeck mit einem Wollekracher, aber wieder stand Kobras Gold richtig und verhinderte Schlimmeres. Die Lustenauer drückten nun auf den Ausgleich. Boller mit einer Flanke in die Mitte, aber Guem klärte in letzter Sekunde vor Kreitsch. Dann waren wieder die Hausherren an der Reihe. Altach mit einem Angriff über die rechte Seite. Harry Unverdorben sah Tomi am langen Pfosten, flankte Pipi fein und der Spanier brauchte den Ball nur noch über die Linie zu drücken. Der SCRA führte nach 66 Minuten also mit 2:0. Die Hausherren spielten nun befreit auf und kamen auch zu Chancen. Harry Unverdorben wurde hier von Tomi ideal freigespielt, nahm den Ball auch super mit, aber Peter Pöllhuber klärte in letzter Sekunde. Dann dieser Befreiungsschlag von Alex Guem. Der Ball war ewig lange in der Luft. Austria-Keeper Christian Mendes verschätzte sich. Tome überzuckerte die Situation am schnellsten und Mendes konnte sich nur noch mit einem Foul helfen. Schiedsrichter Gange kannte keine Gnade, pfiff sofort Elfmeter und stellte den Brasilianer mit Rot vom Platz. Ersatztorhüter Alexander Kofler kam so zu seinem ersten Einsatz für die Austria und hatte sich sofort dem Elferduell mit Harry Unverdorben zu stellen. Der Kärntner machte seine Sache gut und hielt den Penalty des Altachers, der genau beim Schuss mit dem Standbein leicht abrutschte. Kurz vor Schluss war Altach wieder im Angriff, Orhan Ademi auf Tomi, der schlenzte den Ball zunächst an den Pfosten, den Abpraller hämmerte der Spanier an die Latte und im dritten Versuch hatte Kofler seine Zehenspitzen dazwischen. Es blieb also beim 2:0 Erfolg des Cashpoint SC Altach im Ländle-Derby gegen Austria Lustenau. Ja, es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben heute nicht so gutes Spiel gefunden in den letzten Partien. Es war heute sicher nicht unsere beste Leistung, aber ich denke, mit einem 2:0-Sieg, der durchaus auch höher ausfallen hätte können, weil wir einen Elfmeter verschossen haben. Tomisch ist zweimal in einer Aktion an die Latte. Aber ich denke, dass wir zufrieden sind mit dem 2:0. 3 Spiele, 3 Siege, besser kann man nicht starten. Woran liegt es, dass ihr so gut in Form seid? Ja, weil wir eine eingespielte Mannschaft sind. Ich habe das immer wieder betont, die Mannschaft hat sich kaum verändert zum Vorjahr. Ich denke, dass das das große Plus ist. Also wenn man sieht, aus der Lustenau hat doch einige Spiele abgegeben und neue dazugeholt. Wir sind eingespielt und das macht sich jetzt auch bemerkbar. Am Anfang haben wir uns schon ein bisschen schwer getan und wir haben nicht so viele Chancen ausgearbeitet wie sonst. Aber zum Glück haben wir vor der Hälfte natürlich das Tor gemacht, was sehr wichtig war für den Spielverlauf. Bei euch läuft es ganz rund, 3 Spiele, 3 Siege. Woran liegt es? Ja, wie so oft hat man es eh schon gesehen, wir sind ein eingespieltes Team und wir sind eine gute Truppe. Wir haben auch gut Selbstvertrauen jetzt durch die Siege und auch durch den ganzen Frühling schon. Und ja, das ist sicher eine Erklärung, warum es so gut läuft. Der Cashpoint SC Rheindorf Altach mit einem 2:0 Derby-Sieg, also über Austria Lustenau. Wir bleiben in der Cashpoint Arena. Nur 2 Tage nach dem Derby war Altach schon wieder im Einsatz. Dieses Mal war der Gegner besonders prominent. Zu Gast in Altach der deutsche Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. Er war das Objekt der Begierde. Michael Ballack war mit seinem neuen Club Bayer 04 Leverkusen zu Gast in der Cashpoint Arena. Auch wenn der deutsche Nationalspieler aufgrund seiner Verletzung nicht zum Einsatz kam, saß er dennoch auf der Bank und schaute seinen Mannschaftskameraden beim Kicken zu. Auf dem Platz zeigten die in Weiß spielenden Hausherren von Beginn an wenig Respekt vor dem übermächtigen Gegner. Orhan Ademi hätte bereits nach wenigen Minuten fast einen Abwehrfehler genutzt. Der Stürmer der Altacher verfehlte das Tor aber doch. Die Hausherren blieben weiter am Drücker und spielten munter nach vorne. Matthias Koch versuchte es aus der Ferne, schoss aber deutlich drüber. Dann erstmals die Gäste aus Deutschland. Patrick Helmes setzte sich durch, hatte dann ein wenig Ballglück, verfehlte das Tor aber schlussendlich deutlich. Wenig später wieder der deutsche Bundesligist Nikolai Jörgensen mit einem Traumpass auf Patrick Helmes. Der stand alleine vor Kobras, traf aber nur den Pfosten. Es blieb beim 0:0. Leverkusen drückte nun auf die Führung, wieder setzte sich Jörgensen im Strafraum durch, traf aber ebenfalls nur den Außenpfosten. Der SC Altach wurde nun immer mehr in die eigene Hälfte gedrückt. Dieses Mal stand Lars Bender alleine im 16er, sein Querpass fand allerdings keinen Abnehmer. Leverkusen blieb weiter gefährlich und Altach hatte in der Verteidigung wirklich alle Hände voll zu tun.
kam dann doch mal ein Leverkusener zum Schuss. Dann war Martin Kobras zur Stelle und hielt seinen Kasten zumindest vorläufig sein. Kurz vor der Pause hätte sich dann aber auch Kobras fast geschlagen geben müssen. Eren Derdjok nutzte die Verwirrung im Strafraum, kam frei zum Kopfball, traf aber nur die Quere. So wurden beim 0:0 die Sachen gewechselt. Im zweiten Abschnitt probierten beide Trainer einige Varianten. Es wurde viel durchgewechselt und wieder hatten die Gäste die erste Chance. Renato Augusto spielte sich durch die Abwehr, fand aber keinen Abnehmer. Alltag versuchte zu kontern und plötzlich wurde Julian Erhardt auf die Reise geschickt. Der Youngster konnte allerdings im letzten Moment von Vida Domagoj gestoppt werden. Auf der anderen Seite tanzten sich Helmes und Derdjok durch die Altacher Abwehr. Helmes traf dann auch zur vermeintlichen Führung, aber Schiedsrichter Robert Schörgenhofer gab den Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Nur wenige Sekunden später durften die Deutschen dann aber doch jubeln. Lars Bender mit einer Maßflanke und Derdjok erzielte per Kopf das 1:0. Der deutsche Bundesligist machte weiter Druck und hatte auch Chancen. Michael Kadletz versuchte es mit der Brechstange, verfehlte das Tor aber deutlich. Kurz vor Schluss mussten die Rheindörfler dann aber doch noch den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Patrick Helmes und Marcel Risse nutzten eine Unachtsamkeit in der Abwehr und Helmes kam so in der 89. Minute doch noch zu seinem Tor. Endstand im Spiel zwischen Altach und Bayern 04 Leverkusen, also 0:2. Eren Derdjok, 2:0 Sieg heute Ihrer Mannschaft. Wie haben Sie das Spiel gesehen heute gegen den SC Altach? Ja, ich denke, es ist immer positiv, wenn man das Spiel gewinnt. Auch wenn es Freundschaftsspiele sind, ist wichtig für Kopf. Ich denke, wir haben sehr gut begonnen, hatten auch klare Chancen, müssen effizienter sein in der ersten Hälfte. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir effizienter, haben wir 2 Tore erzielt und damit das Spiel gewonnen. Was sagen Sie zum Gegner, Altach? Ja, die haben uns das Spiel nicht einfach gemacht. Wir wurden herausgefordert und das war wichtig für uns. Gute Mannschaft, aber ich denke, nach vorne hat man ein bisschen den Unterschied gesehen, war mal ein bisschen klarer. Aber natürlich, wie ich gesagt habe, müssen wir effizienter sein. Und die Mannschaft hat ja, glaube ich, die ersten 3 Spiele gewonnen. Das spricht für sie. Generell sehr positiv, weil heute unser Gegner, obwohl er ein Zweitligist ist, er hat schon 3 Spiele in der Liga gespielt. Er ist Spitzenreiter, hat 11 Tore erzielt. Und man hat heute von Anfang an gemerkt, wie ehrgeizig und ambitioniert unser heutiger Gegner zur Sache gegangen ist. Und deswegen sind wir gefordert worden. Und das halte ich jetzt in der Phase der Vorbereitung für sehr wichtig. Und ich muss sagen, dass ich über... Ja, anfänglich haben wir uns ein bisschen schwer getan, ins Spiel zu kommen, aber doch über weite Strecken sehr zufrieden bin mit der Leistung meiner Mannschaft. Vor allen Dingen haben wir sehr viele Torchancen herausgespielt. Wir haben 2 Pfostenschüsse, einen Lattenknaller und muss sagen, dass wir sicher das Ergebnis hätten höher gestalten können. Herr Matthias Koch, heute 2:0 Niederlage gegen Bayern 04 Leverkusen. Du hast die erste Halbzeit gespielt. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, es war für uns ganz lässig, einmal gegen solche Spieler zu spielen, dass man mal den Vergleich hat, wie die so sind. Ich glaube, die stecken mitten in der Vorbereitung, das hat man auch angesehen, aber für uns war es so wichtig, dass sich keiner verletzt hat. War eine lässige Sache, aber wir konzentrieren uns jetzt wieder auf die Meisterschaft. Die Meisterschaft, du hast es eben angesprochen, 3 Spiele, 3 Siege, besser kann es gar nicht laufen. Woran liegt es derzeit? Ja, es ist ein super Start. Wir haben viel Qualität in der Mannschaft, haben in der Vorbereitung gut gearbeitet und das sieht man jetzt so und ich hoffe, es geht so weiter. Bayer 04 Leverkusen gewinnt also das Testspiel gegen Altach mit 2:0. Nun wechseln wir zum Motorsport. Dort präsentieren wir Ihnen jetzt einen Motorsportler der Extraklasse. Motorradfahrer René Mehr stellt sich vor. Name. Geboren am 1. Lieblingsstrecke. Das erste Rennen. Größe.
Gewicht. Startnummer. Natürlich bedingt durch das Motorradgeschäft meines Vaters war es natürlich irgendwie vorbelastet, das Ganze. Und angefangen das erste Mal am Motorrad saß ich nicht. Das war mit 3 Jahren. Dann kam eine kurze Pause, wo ich Eishockey spielte und dann so wirklich losging damit. Der Einstieg mit 3, da gibt es natürlich nur Motocross bis 7 und damit ist es eigentlich. Danach kam dann sofort Pocket Bike mit so einem kleinen Straßentourer und dann ging es natürlich weiter auf der Straße. Ja, natürlich, speziell in Österreich ist ja nicht so populär wie jetzt in Italien oder in Spanien. Da ist es natürlich immer schwierig, Unterstützer zu finden und auch Rennstrecken. In Italien gibt es, in jeder Ecke gibt es irgendwo eine Rennstrecke. Hier ist es natürlich so, wir haben immer weite Wege zu gehen und das kostet natürlich viel, viel Zeit und ein großer Aufwand. Die Tiefen gibt es im Rennsport natürlich mindestens so viele wie Höhen, das ist keine Frage. Was man dagegen tun kann, ist einfach nur daran denken, was einem die Motivation gibt oder was die Motivation ist dafür, dass man diesen Sport macht und die aufrechterhalten, wenn das Feuer von dem Motorsport brennt, dann findet man immer wieder diese Motivation und macht weiter und dann geht es auch wieder aufwärts. Ja, das Motorradfahren, das ist eine Art, kannst du schwer vergleichen, das ist irgendwie eine Art Meditation. Du bist so im Fokus, es gibt nur das Motorradfahren und das Adrenalin in dir und keinen anderen Gedanken. Und das ist der Wahnsinn einfach. Das macht so frei im Kopf. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Na, Angst spielt keine Rolle. Der Respekt auf jeden Fall, weil klar, Fehler werden knallhart bestraft im Motorradsport. Das tut dann oftmals weh. Respekt auf jeden Fall, den brauchst du auch, um zu überleben, aber keine Angst, weil sonst bist du nicht schnell. Und dann fühlst du dich nicht wohl auf dem Motorrad. Wenn du dich nicht wohl fühlst, bist du auch nie schnell. Jeder Fahrer findet einen anderen Weg, wieder frei zu werden im Kopf. Das ist das Wichtige. Und vor allem mit dem Motorrad auch, du brauchst gute Leute um dich herum, die wissen, wie sie das Motorrad abstimmen müssen für dich, dass es für dich passt, dass du dich darauf wohlfühlst. Bei der Familie ist so, dass wenn da nicht das Verständnis für den Motorsport da wäre, das würde es nicht funktionieren. Du brauchst die Unterstützung von zu Hause und einfach die Basis, dass du weißt, okay, es wird verstanden, was du machst und es wird auch supportet. Das ist ganz klar. Selbe Spiel geht mit der Freundin. Du bist über 100 Tage im Jahr auf Reisen. Wenn die nicht mitspielen, gut, dann ist natürlich die Frage, für was brennt eher die Motivation für die Freundin oder für den Motorsport. Oder viel Motivation schaffst du auf jeden Fall aus den Erfolgen. Es ist so, am Anfang, wie ich eingestiegen bin in den großen Straßenrennsport, da waren sicher die Erfolge. Der zweite Platz, der zweite Gesamtplatz im Suzuki European Cup und auch dann im selben Jahr einige Podestplätze in der internationalen deutschen Meisterschaft. Und aktuell, jetzt in der Superstock WM, ist auf jeden Fall letztes Jahr Platz 5 und Platz 4 bei den letzten Rennen auf jeden Fall das Highlight. Ja, diese Saison ist nicht so ganz nach meinen Vorstellungen verlaufen bis jetzt. Viele Probleme Anfang der Saison. Und momentan, ja, es geht bergauf. Letztes Rennen war ich 7. und die Performance ist ganz klar nach oben gerichtet. Von dem her, ich fühle mich immer wohl auf dem Motorrad und auch die Resultate zeigen. Das Ziel war immer schon, sich mit dem Besten zu messen. Und ich habe immer versucht, dann in Meisterschaften zu fahren, die ein hohes Maß an Professionalität besitzen. Und
Das oberste Ziel für mich ist ganz einfach, mit den Allerbesten zu fahren. Und das heißt MotoGP. Und irgendwann der Beste von den Besten zu werden. Am Ende sitzt du alleine auf dem Motorrad. Aber um dorthin zu kommen, du brauchst immer ein Team und gute Leute und hochmotivierte Leute. Denn alleine kannst du es nicht schaffen. Das ist einfach auch hier unmöglich. Es ist vergleichbar mit Fußball, keine Frage. Weil ohne ein starkes Motorrad kann auch der beste Fahrer nichts ausrichten. Wenn ich sage, das beste Motorrad, dann sage ich immer, das beste Team, das das Motorrad so vorbereitet hat, das ist das beste Motorrad. Hochprofessionelle Arbeit auf der Rennstrecke trifft hochprofessionelle Arbeit in der Werkstatt des Motorradcenters Meer. Nicht umsonst ist das Motorradcenter Meer Generalvertreter der weltweiten Vorzeigeprodukte von Arrow und Öhlins. Durch das Motorradgeschäft, durch das Motorradcenter Meer kommt natürlich das Verständnis für den Motorsport und auch die Verbindung ist ja da zwischen dem Rennsport und der Werkstatt. Es ist ja quasi eine Synergie. Wir ergänzen uns ja mit dem Know-how vom Rennsport, das in die Werkstatt geht und umgekehrt. Also nicht ich jetzt im Speziellen, sondern mein Vater, dem ja das Motorgeschäft hier gehört. Und der auf jeden Fall jetzt speziell mit Zubehörteilen von Arrow und Öhlins, die wir auch bei unserem Motorrad verwenden, da auch sehr gut das Know-how an Kunden weitergeben kann. Also quasi das Superstock-WM-Niveau von der Rennstrecke wird hier nach Klosterfeld transferiert. Wir werden René Meer auf einige seiner WM-Rennen begleiten und nach sein Team vorstellen. Professional Racing made in Vorarlberg. Unter dem Motto Schlaue Kids, Rennen statt Pennen, haben das Team von Schlaue Kids des Unternehmens Omikron und die Initiative Vorarlberg bewegt, in der letzten Schulwoche gemeinsam ein attraktives Programm mit jeder Menge Spiel, Spaß und Bewegung auf die Beine gestellt. Alle jene, die nicht dabei waren, können das jetzt aber auch zu Hause spielerisch nachempfinden. Langeweile in den Ferien? Deine Eltern haben keine Zeit zum Baden gehen? Wie wär's mit dem coolen Online-Lernspiel Wo wächst was? Einfach auf www.schlaue-kids.net gehen, Testzugang einrichten und ab geht die Post. Das lohnt sich auch, denn unter allen, die in den Ferien mitmachen, wird ein Urlaubstag für 4 Personen in Europas größter Rutschenwelt, dem Galaxy in Erding, verlost. Und ganz nebenbei lernst du alles über gesunde Ernährung, damit du dann beim Kindermarathon eine gute Figur machst. Das zweite Vorarlberger Nudelfest am Sennhof. Am Samstag, den 31. Juli ab 11 Uhr beim Sennhof in Rankweil. Es gibt viele köstliche Nudelgerichte mit 7 Eier-Sennhof-Nudeln, frisch zubereitet von Spitzenküchen aus der Region. Dazu ein großes Nudelgewinnspiel mit tollen Preisen, köstliches Bauernhof-Eis mit verschiedenen Sorten, Live-Musik mit dem Trio Zappalot und ein pfiffiges Kinderprogramm mit den Rankweiler Pfadfindern. Außerdem befindet sich direkt im Sennhof ein großer Nudelverkauf, neu auch mit Sennhof-Dinkelnudeln mit Rohstoffen aus Bredris. Das zweite Vorarlberger Nudelfest am Sennhof am 31. Juli ab 11 Uhr. Bettenkauf ganz einfach, vom Kinder- bis zum Pflegebett, damit auch Sie in Zukunft richtig liegen. Individuelle Beratung und beste Qualität zu fairen Preisen, das bietet SF Das Bett im Wieden 47 in 6850 Dornbirn. Telefon 05572 23 900. Die leckerste Pizza kommt aus dem Steinofen. Bei uns zu Hause. Das gab's noch nie. Holen Sie sich jetzt den Italiener nach Hause.
Pizza Casa, die erste Pizzabackvorrichtung für fast jeden Kamin, Kachel- oder Specksteinofen, für offene Kamine, Garten- und Grillkamine. Selbst an die kleinsten Feuerräume in Kamin- und Schwedenofen passt sich Pizza Casa mühelos an. Sie haben richtig gehört. Ihr eigener Holzofen hat bereits alle Voraussetzungen. In meinem Fixgebiet im schönen Pinzgau sorge ich für Ihre hundertprozentige Zufriedenheit. Sehr viel Spaß in meinem Bezirk in Volzberg, Ihnen unsere neuesten Produkte ausführlich vorzustellen. Hochwertiger Produkte ohne Einkaufswege durch Bestellung bei Ihrem Direktberater. Direktberater, die Einkommensmöglichkeit für Menschen, die etwas verändern wollen. Ich komme in Kontakt mit vielen netten, gesundheitsbewussten Menschen und schätze die Flexibilität für Familie und Arbeit. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at. Heile! Wenn du wissen willst, was los ist, dann kommst zu mir! Endlich alle aus dem Haus! Dann klopf ich mit dir ein Jass! Hast ein gutes Video? Sagst es zuerst mir? Ich hab immer ein paar Geschichten, weißt du, Ratsch und Klatsch. Ihr sucht eine neue Wohnung oder ein anderes Auto? Für euch haben wir immer noch was, kein Thema. Ich kann euch alles sagen, wie das Wetter wird. Im Fußball verloren? Ich sag dir warum. Und wenn einmal niemand hast mit dem reden kannst, dann kommst du zu uns. Wir sind all für dich da. Wir sind nämlich voll die große Family. Schneller, besser, näher. Vorarlberg Online. Ihr könnt euch alle abbusseln. Danke an Marc Gächter für die Sportinformationen. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt und wie immer darf ich Ihnen wieder eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben. Das Glück beruht oft nur auf dem Entschluss, glücklich zu sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und wenn Sie wünschen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Willkommen zu Hause, Willkommen bei Ländle TV.